Echt? Wie, können wir selber? Wir können sogar selber, maybe, oder? Ich meine, wir würden dann ja nicht fliegen, aber manchmal kann man ja so ein bisschen höher springen. Okay, dann holen wir uns unseren Gleiter wieder. Ich würde auch gerne mal da links hin. Ja, vielleicht können wir das ja so machen. Genau, hier den Aufwind mitnehmen. Warum habe ich das noch nicht gemacht? Vielleicht weil das noch nicht da war? Oh, weil das einfach gar nicht reicht. Lol. Was ist denn da unten? Ach, da kamen wir, glaube ich, her, ne? Ah, der lässt mich irgendwann auch los, ne? War das nicht so? Los geht's, BD. Ich glaube ja. Deswegen... Schauen wir uns mal einen neuen. Ach! Es war so klar, dass das passiert. Mann, ich wollte noch nur juken. Das war so klar. Verdammt. So, was haben wir hier Schönes? Einen schönen Loot. Loot tut gut. Anyone? Oh, was ist das denn? Tja, da wären wir. Ach, wir sollten hier hin, oder was? Lol. Ich sehe dich, komme zu dir. What the fuck? Hast es geschafft. Auch nicht schlecht. Hat man dich gesehen? Ich wollte eigentlich nur ein bisschen erkunden. Unsinn. Womit haben wir es zu tun? Siehst du den Druiden irgendwo? Ich wollte eigentlich nur erkunden gehen. Auf einmal bin ich am richtigen Ort. Auch nicht schlecht. Also, in der einen Stadt lief es richtig flüssig und ich habe mich richtig gefreut. Aber jetzt hier leckt es wieder ein bisschen. Von daher weiß ich gar nicht. Eine bessere Option sehe ich nicht. Zum Lukahal geht's durch diesen Sumpf. Für dich vielleicht. Willst du mitfahren, BD? Hä? Ich hab doch gar nichts gesehen, oder? Hab ich den Sumpf gesehen da? Keine Ahnung. Ich pass auf. Verstanden. Naja, Mo, was geht? Geht's dir schon besser? What the fuck? Achso. So bleiben wenigstens die Stiefel sauber, was? Also in der einen Szene oder Stadt hatte ich... Was waren da? 80 FPS oder so? Ja, und auch jetzt sind's jetzt über 60. Fast 70 FPS. Es muss was gebracht haben. Es muss auf jeden Fall was gebracht haben. Weil sonst haben wir immer so bei 50 rumgegümmelt. Und jetzt so fast 70 FPS. Ist auf jeden Fall flüssiger, doch. Auf jeden Fall. Aber manchmal doch ganz schöne Einbrüche halt. Naja. Aber ein Zeichen, ein Lebenszeichen. Sind wir unter den Lebenden, sehr schön. Gestern nur gepennt? Ja, dann musste das mal sein, ne? Kaum vorstellbar, dass irgendwas gesund schlafen in diesem Sumpf leben kann. Ich glaube, unser Freund hier kann zurecht. Aber natürlich doof. Kommt man nicht drum rum mit Kind. Hat man immer um sich. Siehst du das Gebäude, Kumpel? Sieht aus, als wohnt hier jemand. Oder mal gewohnt hat. Klebriges Moh. Boah. So, ein Echo. Ist das deiner Meinung nach wert? Nichts ist es wert, die Raiders zu hintergehen. Und jetzt verzieh dich. Ja, man muss immer aufpassen, mit wem man sich anlegt. Mach dir um mich keine Sorgen. Oh, zück. Sehen wir uns das mal an. Wir müssen mein Datenpad finden. Können wir dir nicht einfach ein neues besorgen? Auf keinen Fall. Mein ganzes Leben ist auf diesem Datenpad. Hättest es mal in die Cloud geladen, wa? Kerl, was machst du hier draußen? Ich könnte dich dasselbe fragen, Zack. Ich bin hier auf der Suche nach sie. Ja, ich auch. Ja, bitte. Ahem. Und ich bin Winnie Harris. Kerl, richtig? Wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber ich könnte etwas Unterstützung gebrauchen. Was brauchst du? Ich habe gehört, im Sumpf gäbe es einen Vogel mit einem prächtigen Federkleid. Mhm. Aber als ich mir ein Exemplar näher ansehen wollte, schnappte es sich mein Datenpad und flog weg. Na gut. Wo ist er hin?
Sie haben ein Nest auf einer Felsnadel in der Nähe. Ich würde gehen, aber Winnie sagt, ich muss bei ihr bleiben. Ja, ja, ist doch besser so. So nah und doch so fern. Können wir auch machen. Ich werde tun, was ich kann. Du leuchtest wie die Sterne. Das ist eine Redensart von Coruscant. Einfacher gesagt, danke, Cal. Okay. Schöne Redensart auf jeden Fall. Ich dachte, das ist ein Kompliment. Bitte. Dieses Datenpad enthält alle meine Entwürfe und meine Referenzdatenbank. Ohne müsste ich bei Null anfangen. Bitte. Also noch mehr als ohnehin schon. Viel Glück bei der Suche nach dem Datenpad, Cal. Ja, danke. Und pass auf dich auf. Diese Gleiter nisten weit oben. Hier ist eine Drohne. Das kann ich nicht bewegen. Ich kann das nicht bewegen, aber es gibt doch keinen anderen Weg hinauf auf die Säule. Nun, das war nett von ihm. Du kommst also von Coruscant, was? Stimmt. Und du? Von hier? Ja, sieht mich eine Sekunde, direkt darf ich was für sie machen, ne? Oh, Fisherman. Scuba. Einen Moment, ich bin gleich bei dir. Das Zeug kommt überall hin. Boah, dachte schon, ich sterbe jetzt. Diese Samen wären perfekt für den Garten. Ja, wir haben uns den Garten noch gar nicht angeschaut. Gefährlicher Ort, um einen Fisch zu fangen. Haben doch jetzt eine Gärtnerin. Nein, gefährlicher Fisch, um einen Ort zu fangen. Ja. Das habe ich nicht an Land gezogen. Oh Mann. Scuba, please. Außerdem konzentriere ich mich auf meinen Gegner, die furchterregende Glotzamkrabbe. Einer aus meiner alten Mannschaft, eine Kameradin von der Grapnel, wollte einmal eine Krabbe aus dem Meerschaum schöpfen, als plötzlich, zack, schon ging sie über Bord. Zack! Na? Ach so, er wühlt da ein bisschen. Und schon hat er einen Fisch. Die Glotzamkrabbe. Na? Wo ist denn das? Hä? Kann ich das jetzt nicht gucken? Ist ja schade. Oh, hier, wir haben einen neuen Auftrag. Ist der hier zufällig? Ah, ich muss gedrückt halten. Muss ich gedrückt halten? Ja, ich muss gedrückt halten. Thomas Außenposten. Achso, ich bin ja auch gar nicht an der richtigen Stelle. Was passiert hier? Na, okay. Gut, gut. Wo war ich stehen geblieben? Ach hier, jetzt haben wir sie. Genau, nochmal einen Pop-up gewartet. Jetzt haben wir es. Die Glotzamkrabbe. Okay, ich dachte, wir... Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Aber nee, ist ja okay. Wir können es hier nochmal alle besser angucken. Wir müssen auf jeden Fall mal dann im Saloon gucken. Aber... Können wir noch warten. Ich bin nochmal gespannt, wann das endlich sauber ist. Weil... Es war immer so dreckig. Der sieht cool aus, ne? Der hat was. Achso, das ist der, der aus der Wüste kam. Ah, nee, okay. 45% immerhin schon, krass. Die Krabbe hatte sie beim Nasenloch gepackt. Manchmal muss man zuerst zuschlagen, stimmt's? Glaubst du das wirklich? Ein flexibler Kompass ist auf den rollenden Wogen von Manan vielleicht keine große Hilfe. Aber die Ozeane der Seele macht er doch erträglicher, nicht wahr? Bleib ein Weilchen, dann erfreue ich dich mit dem nächsten Kapitel meiner Geschichte. Sehr gerne, sehr gerne. Und wieder kehren wir zu meiner Zeit auf der Grapnel zurück. Gegen den Protest meines Herzens tauschte ich Angel und Schnur gegen die Harpune. Über Jahre spießten wir im Outer Rim jeden Fisch auf, der unseren Weg kreuzte. Dank meines Talents erlegte ich mehr Fische als die restliche Crew zusammen. Ich war dumm und hatte nicht die Weisheit, mich zu schämen. Der schreckliche Captain Van Jekwet bemerkte das. Er beförderte mich, gab mir die besten Fänge.
Und kaum ein Jahr, nachdem ich Sakavita verlassen hatte, wurde ich sein erster Steuermann. Kurz nach Moin, Andreas. Schönen guten Abend. Waren wir unterwegs nach Manan, um den Kadaver eines Coverfischs zu verkaufen. Und plötzlich, wir verließen den Hyperraum und die große Wasserwelt kam in Sicht. Und sie auch. Die prächtigste Kreatur, die ich je gesehen hatte. Ein Wal von wundersamer Größe. Und er schwamm durch den Orbit von Manan, als wäre er nur eine östliche Strömung zurück nach Hause. Ich war wie versteinert. Im Ernst? Wie nah warst du dran? Witzig, dass du fragst. Ich konnte ihn gar nicht lange betrachten. Oh. Da kollidierten wir auch schon frontal mit ihm. Die Grapnel prallte ab wie ein Stück Strandgut. Wir stürzten hinunter in den Ozean, wo die Grapnel auf dem Meeresboden zerbrach. Wo sich eine Piratenbande der Quarren versteckte. Natürlich. Die fiesen Zephire. Wir schwammen aus dem kaputten Rumpf und waren plötzlich von Quarren umstellt, die alles Mögliche verlangten, einschließlich unserer erbeuteten Fische. Also schwammen wir davon. Captain Wett, die Crew. Echt nicht gekämpft. Aber in dieser Tiefe waren wir blind und gelangten bald in eine Sackgasse. Erneut umstellt von Quarren. Komm wieder, dann erzähle ich weiter. Na, aber beim nächsten Mal dann. Aber okay, ich muss ganz ehrlich sagen, so in der Wüste hätte ich ihn gar nicht erwartet und hier halt auch nicht so. Aber es ist halt, ich finde das cool. Ich mag den Charakter, den Scuba. Ich finde den echt cool. So, Andreas, was geht? Wie läuft's? Hast du noch weitergemacht mit Frostpunk? War der nächste Versuch besser? Na, da kommen wir nicht weiter. Vielleicht können wir hier ein bisschen weitermachen. Oh, nee. Oh. Achso, na doch, zurück kommen wir ja. Oh, genau, das ist hier nämlich dieser Part. Da müssen wir noch was bekommen. Mal schauen. Bleib dran! Streuner. Oh, hier haben wir noch was zum Scannen. Das nehmen wir immer gerne mit. Vulture. Ach, hier, das Ding. Selbst angetriebene Kampfdroide mit variabler Geometrie. Ja, diese Pombons da. Mit denen müssen wir doch irgendwie was machen können. Aber das können wir halt auch noch nicht. Genauso wie das. Können wir da hoch? Ich glaube nicht, ne? Mal schauen. Ne. Oh. Okay, nice. Ach so, da können wir rein. Okay. Hast du was? Alles super und selbst. Hab die Speer eingesetzt, hat super funktioniert. Perfekt. Ja, das ist halt wirklich, ne? Trick 17. Muss man erst mal wissen. Und dann läuft das auf einmal wie geschmiert mit der ganzen Versorgung. Aber schön. Schön, dass es dir super geht. Mir geht's auch. Eigentlich auch super. Enjoye die letzten Tage schon sehr hier Star Wars und macht richtig, richtig Laune. Seit Jahren mal ein neues AAA-Game, was mich so interessiert hat und auch richtig, richtig fesselt. Voll geil. Richtig cool. Genau, jetzt sehen wir hier auch, dass es halt noch rot ist. Dass wir dann nicht weiterkommen, aber wir kommen jetzt ja hier zum Glück weiter. Müssen wir mal schauen, wo uns der Weg hinführt. Ich bin so gespannt, wann wir diese ganzen Objekte endlich bewegen können. Bei mir ist es lange her. Boah. Ich freue mich nicht drauf. Aber sie ist da drin. Das ist ein riesiges Gebäude. Ohne sie gehen. Riesig. Ob es da drin auch so riesig ist? Oder ob man da nur ein, zwei Ebenen hat? Mal gucken. Was ist das für ein... Ach so, der sah von oben so komisch aus. Okay. Oh, der lebt noch? Noch. Okay, ich dachte, das wäre wieder ein neuer Druide. Was war ja dieser typische Kampfdruide hier?
ist schon krass. Schon eine nice Base. Ach, guck mal, da vorne haben wir einen neuen Kreisel. Können wir mal saven. Oder geht unter. Sehr schön. Ladegerüst. Naja. Manchmal denke ich, wir bekommen dann was, wenn ich da meditiere. Keine Ahnung. Ich bin hier. Ganz kurios. Aber es ist ja nur der Ort, dass wir am Ladegerüst meditieren. Gut, ein Viertel. Ein Drittel Level Up haben wir. Ausbaufähig. Ich brauch immer mehr. Wir ganz viele neue Fähigkeiten haben. Achso, Boat ist auch hier. Genau, der hat ja auch gerade geredet. Sieht gut aus. Es sieht wirklich. Also, es ist auf jeden Fall echt schön. Das einzige Desaster war ja so ein bisschen die Performance. Also, ich spiele es ja auch auf dem PC und gerade auf dem PC war es so ein bisschen. Auch auf richtig, richtig, richtig guten Grafikkarten wirklich sehr problematisch die ersten Tage irgendwie, aber dann kam auch wohl so ein Patch, der vieles behoben hat und dann war es auf jeden Fall spielbar und aussehen tut es wirklich gut, ja. Aber spielen tut es sich auch richtig gut und jetzt kam halt nochmal ein Patch rein. Ich finde halt, der hat auch nochmal eine ganze Menge gebracht und echt cool. Mein einziges aus der Reihe war mal das von Lego Complete Saga. Ey, aber das ist richtig gut. Ich habe auch früher mal die Star Wars Lego Spiele gespielt. Ich fand die so genial. Vor allem irgendwie, das gab es noch mit so einem Zwei-Player-Modus. Da habe ich mit einem Kumpel zusammen an einem PC gespielt. Und das sind einfach so geile Memories. Und das Spiel war auch insane. Du konntest so viele Charaktere irgendwie bauen und freischalten. Und ich habe die nie alle freigeschaltet. Es war so krass viel Content. Aber das war echt geil. Und vor allem die Lego-Spiele, die haben immer so ihren gewissen Charme, finde ich. Lego-Spiele sind schon cool. Ich geh hinauf. Die haben schon echt was. Oh, ganz schön viele Gegner hier. Ja, da müssen wir aufpassen, ja genau. In der Rakete. Jawohl. Jetzt kommen sie aber alle hier auf einmal. Bam! Ne! Sehr gut. Yo! Kommen jetzt alle Gegner hintereinander oder was? Hilf mir bitte! Voll gut. Hey, Kumpel! Na komm, der hat doch kein HP mehr hier. Aua, ich auch nicht. Gut. Oh. Nice, danke, Boat. Sehr schön. Kein sehr herzlicher nice. Empfang. Anklopfen ja, da geil, die Lego-Spiele gehen ganz gut durch. City Undercover. Okay, das habe ich nie gespielt. Ich habe mal noch von Jurassic Park, irgendwie so. Eins aus dem Universum quasi. Das war auch cool. Denkst du, du kannst diese vor allem mit den modularen Dinos und so. Ich finde das auch cool. Aber das ist ja dieser Lego-Aspekt auch, dass du so schön durcheinander würfeln kannst. Du. Das ist immer geil an Lego auf jeden Fall. Und es kam ja auch, ich weiß nicht, hast du jetzt diese neue Complete-Saga gespielt oder damals die etwas älteren? Weil ich habe zum Beispiel diese älteren gespielt und es kam ja jetzt irgendwie vor relativ kurzem, irgendwie letztes Jahr oder so, gab es ja auch nochmal so eine Complete-Saga von Star Wars. Die enthält ja dann auch nochmal alles mit den ganzen neuen Filmen. Die soll ja auch richtig gut sein. Oh oh, oh oh, schnell. Oh, wir haben nur noch ein Stimpack, verdammt. Hier wo damals noch das Windows-Logo drauf war, geil. Ja, aber die guten alten Spiele,
Finde ich eh immer nice. Sie hätten sich uns nicht in den Weg stellen sollen. Bam. Kurzer Kinnbart. Ja, das muss nicht sein. Wir haben unseren schönen Vollbart. Aber wir lassen das, glaube ich, auch mal. Gerade ist gewechselt. Schauen wir mal. Von XP oder 7, oh je. Hast du dann richtig noch die Disk installieren können? Oder hast du es dir dann irgendwie noch bei Steam geholt oder so? Weil das ist ja echt manchmal so eine Herausforderung, die alten Spieler zum Laufen zu bekommen, ne? Ne, wir müssen hier wieder hin. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich habe damals super gerne so diesen Zoo Tycoon von Microsoft gespielt. Und ich habe sogar noch die CDs irgendwo. Ich wollte die auch irgendwann mal so just for fun installieren oder versuchen zumindest. Ich fand das so geil. Sie glaubt, dass Tenalor dem Pfad wirklich weiterhelfen kann. Alles klar. Aber seit sie hier ist, wirkst du fröhlicher. Okay, konzentrieren wir uns. Sie braucht uns. Tja, lenkt ein bisschen ab, über Marin zu sprechen, ne? Verständlich, verständlich. Ja, wo geht's denn weiter? Ich sehe gar nicht. Ja, auf jeden Fall Zoo Tycoon und allgemein die ganzen Games damals mit Rollercoaster Tycoon und was gab's alles hier? Tom Sawyers Locomotive Tycoon oder so. Es gab so geile Tycoons und ich habe auch diesen Arzt da richtig, richtig gerne gemocht. Ich habe so lange so ein Zoo-Spiel gesucht und darauf gewartet und immerhin, mit Planet Zoo kam dann auch mal eins, was da ein bisschen anknüpfen konnte. Ha, ich bin mal auf D-Nap in einen Frachter eingebaut. Das hat super lange gedauert einfach, ist krass eigentlich. Tipps? Nein, es war überhaupt nicht wie ein Luke Hulk. Ich weiß gar nicht, wo... Kannst du das wegschaffen? Ja, shit. Absolut. Hab ihn abgebrochen. Oh. Das ist weggeschmissen, verdammt. Ja, die meisten Discs sind aber auch nice to have, aber haben dann auch viele Kompatibilitätsprobleme und so. Ich glaube, viele laufen halt auch gar nicht, ne? Gerade jetzt, vielleicht damals noch, mit Windows 7 auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist mit... Was ist das denn? Ich bin bereit, wenn du es bist. Mit Windows 10 und 11 teilweise sogar. Weiß ich nicht. Dann stehst du unter mir. Bam. One hit. Oh, ich hab vergessen, ich habe ja kein Leben mehr. Oh, ich hab... Haben diese Droiden gestritten? Das passiert öfter, als man denkt. Okay. Kein Wunder, dass sie verloren haben. Ich hab nichts mehr an Leben. Weiter geht's. Der kleinste Windhauch fehlt mich jetzt gleich. Da bin ich mal gespannt. Mal schauen. Da vorne vielleicht hin? Ja, ja. Hast du mich vermisst, BD? Oh, zum Glück. Zum Glück. Nein, 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 nein. Zum Glück ist hier ein Safe Point. Da müssen wir erstmal hin. Nicht runter. Der wollte uns schon in den Kampf schicken wahrscheinlich. Aber immer noch kein Level Up, Mann. Gehen wir weiter. Sehr schade. Rollercoaster Tycoon 3 habe ich richtig gut in Erinnerung. Ich habe das dann mal vor kurzem wieder installiert. Sieht zwar gut aus, aber damals war die Grafik heftig. Ja. Ja, ja, ich erinnere mich. Man konnte so viel machen mit den ganzen BSCs wie Wasser- und Tierpark. Okay, die hatte ich tatsächlich nicht. Aber ich weiß noch damals, als das rauskam, ich war auch richtig begeistert, weil ich kannte es ja nur in der, weiß ich gar nicht, 8-Bit-Grafik oder 16-Bit-Grafik, die es vorher hatte. Und das war halt geil. Also ich liebe auch diesen Grafikstil. Ich finde, der ist auch sehr zeitlos. Weil du kannst, finde ich, halt viel besser noch Rollercoaster Tycoon 2 spielen, als jetzt heutzutage Teil 3. Weil der Teil 3 ist so diese ersten 3D-Grafiken und die halt sind schon ganz schön schlecht gealtert halt. Und das ist auf jeden Fall spannend, wie man so damals dachte, voll cool. Und jetzt im Vergleich so voll schnell gealtert einfach. Aber es hatte auf jeden Fall was. Und ich meine, da war noch auch das mit diesen Feuerwerken, dass man da so Feuerwerke inszenieren konnte. Das war da ja auch mit so einem richtigen Management-Tool irgendwie mit der und der Uhrzeit oder wenn die Bahn
zum so und so vierten Mal losfährt, dann kannst du irgendwie das und das Feuerwerk launchen. Das war schon wild. Aber auf jeden Fall echt cool, ja. Stimmt. War DLCs hier mit Wasser- und Tierpark? Hatte ich, glaube ich, gar nicht. Ich kann mich zwar, klar, ne, so ein paar Wasserrutschen oder Attraktionen hatte ich, aber... Wasser-DLC? Ich glaube nicht. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, ein gutes Rollercoaster Tycoon kam damals auch danach und nicht mehr raus, ne, nachdem. Achso, das ist einfach eine Abkürzung. What? Achso, das ist sehr klar. Die spawnen ja alle wieder, wenn man einmal ausruht. Bam. Na. Nein, was passiert denn hier? Schirp doch jetzt. Was hält denn so viel aus? Oha, Boat verkloppt die einfach und ich... Okay. Bin hier mit dem Laserschwert am Start. Was, der pariert so viel, ne? Heftig. Hat eigentlich kein Leben mehr, aber er ist irgendwie alles am Parieren. Krass. Okay, nee, hier sind wir, glaube ich, falsch, weil das hier... Ach so, hier haben wir noch was zum Scannen. Okay, dann nehmen wir das gerne mit. Riechst du das auch, BD? Hat den gleichen Suchtfaktor wie damals. Ja, das... Das war eh... Tycoons. Solche Aufbauspiele. Ich liebe ja solche Aufbauspiele. Aber das sind alles halt so Zeitfresser. Oder Anno auch, ne? Auch die damaligen Anno-Teile mochte ich auch super, super gerne. Und ich meine, bei Anno gibt es ja immerhin den 1800er. Der ist ja auch richtig, richtig gut. Aber ja, Rollercoaster Tycoon. Ich glaube, die wurden auch irgendwann mal verkauft. Das ist, glaube ich, nicht mehr das gleiche... Wer hat denn das gemacht? Atari? Hat das Atari gemacht? Und genau, mit Rollercoaster Tycoon World. Ich glaube, das war nicht mehr das Rollercoaster Tycoon von damals. Also nicht die gleichen Entwickler oder so. Wir haben einfach den Namen gekauft und ja, das war richtig, richtig schlecht, leider, das stimmt. Das war richtig schlecht. Und ich meine, die haben dann zwar noch irgendwas auf dem Handy gemacht, aber das ist auch nicht so meine Welt. Also ich bin nicht so der Handyspiele-Spieler. Und ich habe es aber auch nie ausprobiert, weil ich halt nicht so viele Handyspiele spiele. Das wäre zu einfach. Vielleicht ist das ja sogar ganz gut. Ich weiß es nicht. Das wäre zu einfach. Hä, waren wir hier nicht schon? Ich erinnere mich genau an so eine Passage. Ja gut, die sah wahrscheinlich einfach nur genauso aus. Genau, Planet Coaster, ja. Genau. Wobei man auch sagen muss... Also... Ich habe nicht so viel Planet Coaster gespielt. Ich weiß nicht, wie es jetzt so ist oder mit den ganzen DLCs halt, aber das war ja eher so ein Schönbau. So ein Schönbauspiel. Und zumindest so wie ich es so aus meiner Erfahrung, sag ich mal, wiedergeben kann, ist halt Planet Zoo schon echt auch ein gutes Management-Spiel. Und ich glaube Planet Coaster nicht ganz. Also Planet Coaster ist halt eher so, ich baue einen schönen Park. Und da fehlt ein bisschen dieser Management-Aspekt, der mir halt auch immer wichtig ist. Und in Planet Zoo allerdings, finde ich, hat man da schon gute, gute Möglichkeiten, den Park halt einerseits zu managen, aber zusätzlich auch schön halt so eine kreative Sandbox zu haben und sich auszutoben. Haben wir auch richtig viel früher gespielt. Aber... Vielleicht ist Planet Coaster da auch besser geworden. Das ist, so habe ich es halt in Erinnerung zu mir. Aber ja, wenn, dann ist das noch mit das Bessere, ja. Oh, wobei, mir fällt ein, da soll doch ein neues kommen. Da soll so ein neues Tycoon-Game kommen. Ja, wie war denn das? Das habe ich auf jeden Fall auf der Wishlist bei Steam. Müssen wir mal gucken, sonst. Das sah auch interessant aus. Von irgendwelchen bekannten Entwicklern, aber ich weiß gerade nicht genau von welchen. Nice, jawohl. Okay, haben wir sie geschafft. Ganz schön tricky. Ja, da geht's auch wieder zurück. Achso, vielleicht geht's unten weiter. Was ist mit dem Balken?
Welcher Balken? Ach so, der Balken. Ja. Ich habe nie an dir gezweifelt. Gut, dass er es gesagt hat. Park Beyond? Geh weiter. Ich sehe mich um und sorge dafür, dass wir keine Überraschungen haben. Weiß ich nicht. Sei vorsichtig. Sagt mir was, aber... Ist das das mit so... Das hatte doch so ein paar Gimmicks irgendwie. Mit so Attraktionen irgendwie. Oder irgendwie... Ja, nicht Attraktionen, aber... Das hatte irgend so ein bestimmtes Gimmick, was sich dann natürlich auch ein bisschen unterscheidet. Vielleicht ist es das auch, kann sein. So, finde Planet Coaster ist auch etwas umständlich und komplex. In Roller Coaster Tycoon konnte man einfach einsteigen, war drin, nicht erst einlesen. Ah ja, okay. Ja, ja, genau. Ja, das meine ich mit dem Gimmick. Ja, dann ist es das. Richtig. Ich meine, das sah cool aus, nur ich weiß nicht, ob mir die Gimmicks halt nicht zu abgedreht sind. Aber genau, das war das. Genau das. Oh, da sollte ich glaube ich nicht durch. Können wir das dann irgendwie ausschalten? Achso! Müssen wir Timing abwarten. Jetzt schnell. Komm. Ja. Boah, das war aber knapp. Ich klettere an einem schrottreifen Kriegsschiff hoch. Fast wie in alten Zeiten. Das sieht schon episch aus, auf jeden Fall. Okay, aber... Jetzt da oben dran, oder was? Ah ja. Klack, klack, klack. Wo wollen die denn hin? Feierabend. Ab nach Hause. Ah, Abkürzung. Das wird gut. Oh. Das sieht böse aus. Das sieht sehr böse aus, die Viecher da, die uns da gleich erwarten. So, warte mal, hier war noch irgendwas. Okay, ja gut, können wir auch... Achso, quasi hier einfach rüberspringen. Vielleicht durch den Balken auch erst freigeschaltet. Ja gut, müsste eigentlich gehen, ne? Wir gehen von hier. Ja, ein bisschen laufen müssen wir trotzdem, wenn wir jetzt sterben sollten, aber... Ich gebe mein Bestes. Mal gucken. Wir zücken auch mal das Parierschwert. Wo ist denn Boat? Ach, der Typ ist das. Ich finde das auch richtig cool, dass du hier so verschiedene Angriffsmöglichkeiten hast. Hat jeder so seinen eigenen Playstyle. Na, schnell mal ausschalten hier. Oh, doch nicht so schnell. Ja, nice. Okay, wurde noch ganz schön knapp. Aber fast Level up. Müssen wir halt gucken, ob wir jetzt... Achso, das ist doch bestimmt die Abkürzung hier. Oh ne. Schade. Oh mein Gott, ich drücke 3 statt E. Fast runtergefallen. Oh boy. So, jetzt hier hin. Oh, die Ruhe vor dem Sturm. Ist ein bisschen zu ruhig. Wir haben Bericht über Feinde in diesem Bereich. Wir werden angegriffen. Hier? Hier? Haltet den Bereich abgeriegelt. Grünen sind doch richtig nice. Es hat unerwünschte Aufmerksamkeit erregt. An jedem anderen Tag wäre ein Diebstahl von diesen dummen Prospektoren bedeutungslos. Aber jetzt haben sie Unterstützung im Kampf. Ich kann hören, wie sie herumschwirren. Oh, das klingt nicht gut.
Ja, toll. Nee. Das ist jetzt irgendwie doof. Ist ja voll schief gelaufen. Jetzt habe ich HP verloren, habt ihr auf mich aufmerksam gemacht. Ich hoffe, die beruhigen sich wieder. Weil wenn ich sonst dahin kletter, dann schießen die ganze Zeit auf mich. Bin ich instant tot. Ah, aber wir können... Geht das von hier oben? Oh ne, wir sind zu weit weg. Hä, muss ich hier nicht hin? Achso, doch, wir können vielleicht uns hier fallen. Ja. Achso. Gut. Ich glaube, hier müssen wir dann wirklich kämpfen. Mit einem HP ist es ein bisschen tricky. Okay. Den nehmen wir mit. Okay, muss ich den besten Kampf meines Lebens hinlegen. Let's try it. Ach du Scheiße. Nein! Ich kann nicht mehr ausweichen, ich habe den Angriff schon kommen sehen. Schade, schade, schade. Ja, jetzt müssen wir natürlich gucken, ob wir da nochmal wieder hinkommen. Weil dann kriegen wir nur unsere ganze Erfahrung zurück, ne? Was hier eigentlich mit dem weißen Raum? Achso, das war dieser... Ah, jetzt bin ich auf den Aufzug gestampft. Jetzt lande ich wieder unten und da sind doch auch die Viecher, ne? Ah ne, die kommen erst, wenn ich ein bisschen weitergehe. Na komm. Okay. Gut. Ja, mal gucken. Ich meine, wir können ja ein bisschen shortcutten. Ich hoffe, dass wir unsere Erfahrung zurückbekommen. Okay, irgendwo hinter uns. Oder von da oben? Ah, das ist der ganze Weg dann, ne? Das ist der ganze Weg. Wo ist denn hier der Shortcut? Ich sehe die immer nie. Das ist, glaube ich, der normale Weg. Irgendwo muss doch ein Seil sein, oder nicht? Guck mal, hier soll man scheinbar irgendwie drauf kommen. Ich sehe es einfach nicht. Das ist noch eine Etage über oder unter uns. Ich sehe es einfach nicht. Ich catch mich nochmal hier dran. Ich guck nochmal. Ah ne, da sind wir ja dahin gekommen. Lol. Na gut, kommen wir dazu. So viel dazu. Ach so, aber da können wir doch shortcutten. Können wir da die Gegner hinter uns skippen? Ja, und dann sind wir doch fast da, oder nicht? Mal schauen. Ah ja, hier. Ah, trotzdem verstehe ich den einen Shortcut dann nicht. Weil hier sind doch diese Punkte eingezeichnet, von hier nach da. Ach so, das ist umgekehrt, das ist von hier darüber. Oh, ja, okay, das ergibt Sinn. Na gut. Einen kleinen Bereich können wir erst skippen. Habe ich ein bisschen gegambelt, dass es klappt. Beginnt gleich der Kampf. Aber wir haben ja viele Stims jetzt. Jetzt sollte das easy klappen. Easy peasy.
Ja, guck mal, das meine ich halt. Wo? Ach so. Ach, hier ist die Abkürzung. Magna, was? Ach so. Ach so. Dein Umhang. Dein Umhang. Dude, dein Umhang. Okay. Okay, also hier ist die Abkürzung. Die meinte ich. Das muss ich mir merken. Hier geht's nach oben. Hä? Ich will hoch. Ja, mal gucken, wer hier wen unterwirft. Bam. Oh, shit. Kopf reicht nicht. Dann weiterkämpfen. Okay, jetzt haben wir's. Das ist halt auch so cool. So viele verschiedene Gegnerarten. So. Dann holen wir uns mal unsere Erfahrung zurück. Jump. Ach, wir können untersuchen. Damit könnten sie einen ganzen Planeten erobern. Ja gut, die haben echt viel, ne? Das stimmt schon. Achso, ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Ich habe nur hier irgendwie diese Raumschiffe gesehen vorhin. Weil die haben ja da echt viele Panzer. Und dann, was auch immer das sein soll, so UFOs oder was? Kenne ich gar nicht. Aber die haben echt viel, ja. Stimmt. Gar nicht so gesehen. Er hält sich fest. Na gut, aber er hat keine Ausdauer mehr. Ach, da sind noch mehr. Krass. Puh. Kann ich hier durch? Will ich da durch? Nee, kann ich nicht. Wäre auch nicht so smart. Direkt in unseren Tod gesprungen. Oh, noch eine Abkürzung. Ah. Ja, das ist doch geil. Wobei wir sogar eigentlich 4 Stims noch haben. Aber wir haben Level. Und durch. Von daher. Wir gucken mal, ob wir nicht vielleicht warten wollen, ne? So ein Zweier-Skill wäre schon nicht schlecht. Gucken wir mal. Gucken wir mal. What? Okay. Das ändert ja alles. Ich dachte ja diese, ne, guck mal. Teamarbeit und die Kraft der Freundschaft. Ich dachte, das wären Perks, die man für den Kampf mit Begleitern halt anwenden kann. Aber das reduziert die Zeit, bis ich quasi geheilt werde. Und ich glaube, das killt mich richtig, richtig oft. Weil wir haben so viele Fights gehabt, wo ich das gespammt habe, wo dann irgendwie schon der Soundeffekt kam und dann wurde ich aber nicht geheilt oder wie auch immer. Weil manchmal dauert es auch irgendwie, das ist auch komisch. Ich glaube, manchmal ist es ein bisschen verbuggt, manchmal dauert es zu lange. Ja, aber das ist ja voll geil, dann nehmen wir das. Weil das fand ich auch echt ein bisschen nervig. Und das geht dann nochmal schneller. Ach nee, er füllt dann auch noch einen Teil der Machtanzeige. Okay, das ist ja krass. Heftig. Ja, aber für einen Punkt ist das ja so insane. Wie schnell geht denn das jetzt?
Warte, wir machen mal Trick 17 und springen mal kurz.